Venedig im Ausnahmezustand. Wenn der lange Zeit begehrteste Junggeselle der Welt hier unter die Haube kommt, dann steht die italienische Lagunenstadt Kopf. Hollywood-Bo George Clooney will seiner Verlobten Amal Alamuddin am Montag das Ja-Wort geben. Die Verlobung mit der Menschenrechtsanwältin hatte Clooney im Frühjahr bekannt gegeben. Es wird die Glamour-Hochzeit des Jahres. Auf den Kanälen Venedigs liefert das Traumpaar schon mal einen Vorgeschmack und auch erste Gäste zeigen sich. Ex-Topmodel Cindy Crawford und ihr Mann sind schon angereist. Aber nicht alle Venezianer sind begeistert von dem Trubel. Zu tief sitzen die Folgen der Krise in Italien. Dass George Clooney in Venedig heiratet, wird unsere Probleme nicht lösen. Wenn er das könnte, dann würde ich mich über seine Trauung freuen. Mit dem Wassertaxi fährt das Paar zum Hotel Cipriani. Dort sollen die Hochzeitsgäste aus Hollywoods erster Reihe logieren, die noch frisch vermählten Angelina Jolie und Brad Pitt, Sandra Bullock oder Matt Damon. Am Freitagabend feiert Clooney seinen Junggesellenabschied in einem Promi-Restaurant mit guten Freunden und extra eingeflogenem Tequila und Zigarren. Für den Samstag erwartet die Klatschpresse einen glamourösen Empfang in einem Palast am Canal Grande. Am Montag findet dann im Rathaus die amtliche Trauung statt.